Ja, dann einen wunderschönen guten Abend an alle. hier bei GTV. Wir haben einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich sehr. Arana, herzlich willkommen. Ja, schön, dass ich da sein darf. Auf der berühmten grünen Couch inzwischen. auf dem wir schon so viele interessante Menschen interviewen durften. Und ja, heute bist du bei uns. Im Rahmen auch der Leipziger Buchmesse, wo du auch auch beim Schöner Stand mit einfach deinen eigenen schönen Stand, wo wir dich heute auch schon interviewen durften, besuchen durften. Ja, und zwar geht es um deine wundervollen Produkte, die wir einerseits hier euch vorstellen möchten und andererseits auch, was dahinter steckt, was Arana sind nicht einfach nur Produkte, Bücher, so, ne? Da gibt es viele, 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 sondern was wirklich Arana damit in die Welt geben möchte, ihr Geschenk sozusagen an uns alle. Ja, und dann gerne, wenn ihr dann noch zum Abschluss, laden wir euch dann ein, Resonanz oder noch Fragen an Arana habt, dann können wir das mit einfließen lassen, sodass das Ganze noch ein bisschen interaktiv, wenn ihr möchtet. Genau. Ja, erstmal herzlich willkommen hier bei uns in Leipzig. Ja, vielen Dank. Meine erste Buchmesse hier in Leipzig. Viele Menschen, viele Eindrücke, es war sehr interessant, der erste Tag, meine erste Lesung, überhaupt meine erste Lesung. Ja. Ich war auch ganz furchtbar aufgeregt. Wir waren dabei, wir haben es gefilmt. Mein Herz hat geklopft bis aus dem Hals, vielleicht hat man es sogar gehört durch das Mikrofon, ich hoffe nicht. Nee, hat man nicht. Ganz sehr gut drüber. Und ja, es liegt ein spannendes Jahr hinter mir mit sehr, sehr vielen Ereignissen, Höhen und Tiefen. Mit sehr viel kreativer Arbeit und ja, natürlich auf dem Weg, auf dem ich bin, gemeinsam mit meinem Drachen Black, der mich immer begleitet und auch mich schult und letztendlich mir auch diese ganzen Welten eröffnet. Die Drachenenergie, wie ich es schon oft gesagt habe, als Türöffner und nicht nur als Türöffner in dieser Welt, im Berufsleben, im Leben mit dem Partner, sondern auch als Türöffner für die geistigen Welten. Letztendlich hat er mich überall hingebracht, alles, was in meinen Büchern drinsteht. Meine Bücher gehen natürlich Thema Drachen und Thema Avalon und Camelot als symbolisch für das Männliche und Weibliche, aber symbolisch auch für die Magie. Besonders halt die Insel Avalon, eine heilige Insel, ist nur eine Legende. Man kann es in die Ecke Fantasy hineinstecken, wenn man mag. Man kann aber auch sein Herz öffnen und die Wahrheit da drin finden, weil das ist so das, worum es mir geht. Das ist so mein Anliegen, mit diesen alten Werten von Freundschaft und Loyalität einfach eine neue Ära einläuten, ja, die Menschen zu berühren, damit sie ihr Herz wieder spüren und sich selbst. Und dieses Herz öffnen und alles, was da drin ist, der eigene innere Zauber, sage ich immer, ist wie eine kleine Viole. Und da hat jeder ein ganz besonderes Elixier drin. Und diese Viole ist verkorkt. Und mit diesen Energien können wir endlich diese Korken rausziehen und können unsere eigene Energie, also das, die Liebe, die in uns ist, über die Welt verströmen lassen, damit sie ein bisschen besser wird für alle Wesen, vor allem für die Kinder. Aber auch für die Tiere und für die Nachbarn, für die Mutter, für den Vater, für die Schwester, ja, jeder für sich selbst auch. Damit wir irgendwann mal es schaffen, eine Welt ohne Krieg zu haben, ohne Krankheiten, vor allem ohne erfundene Krankheiten. Und ja, das ist so das, worum es mir geht. Und dafür brauchen wir die Fantasie, weil da fängt es an, die neue Welt fängt hier oben an. Wir müssen sie uns erstmal vorstellen können und da merke ich einfach, dass viele Menschen da einfach auch ein Problem haben. Sie können sich noch nicht mal vorstellen, wie wäre es denn, wenn, ja. Und ich glaube, dass das aber ganz wichtig ist, dass wir uns das erstmal vorstellen, wie wäre denn eine befreite Welt, eine Welt von Frieden. Und wenn wir das alle in unseren Köpfen haben und dann ins Herz sinken lassen, glaube ich, dann schaffen wir das auch. Dann werden wir irgendwann mal... ob ich es noch erlebe, weiß ich nicht, aber das spielt keine Rolle. Zeit ist total unwichtig, weil der Weg ist ja auch in gewissermaßen das Ziel. Und wir lernen ja mit
jedem Krieg hoffe ich auch etwas. Ja. Mit jedem Soldaten, den wir opfern, lernen wir hoffentlich auch was. Und mit jeder erfundenen Krankheit, die sich dann herausstellt, dass es die doch nicht gibt und so weiter und so fort. Ja, ja. Das ist so das, wo mein Herz für schlägt und warum ich das Ganze mache. Mhm. Und mich nächtelang an PC sitze und schreibe immer mit dem Gedanken an die Menschen hier, an die Tiere und ja, auch die große Mutter. Wie ich immer so gerne sage in meinen Workshops, das ist immer so ein Einleitungssatz für die Trauerreisen. Unsere große Mutter, die uns trägt und nährt jeden Tag. Und das vergessen wir manchmal auch. Ja. Trampeln über den Boden und haben überhaupt kein Bewusstsein dafür, über was wir laufen. Ja. Und dass dieses System ein perfektes System ist. Mhm. Wenn wir es lassen, ja. Wenn wir es perfekt sein lassen. Ja, das schöne Stichwort, also dieses Perfekt, ne? Du hast ja gesprochen, so wenn wir das wieder mehr zulassen, die Fantasie, bevor wir jetzt zu deinen Büchern auch kommen, das Erlauben, ne? Genau. Der Fantasie freien Raum zu geben in uns. Und die sieht bei jedem anders aus. Ich denke, das wirst du die Erfahrung auch in deinen Workshops, denke ich, wirst du auch ein bisschen begleiten, dass es bei jedem anders ist. Und das dann sinken darf, weil das soll ja kein Hirngespinst sein, sondern wirklich, ne, das ist ja der Beginn und das dann rein. Dann, das ist jetzt in Frage so, dass das sozusagen, wenn das sinken darf, dann ist ja auch dann sofort diese, so wie es sein könnte, dann ist es ja auch sofort spürbar, wenn das sinken darf. Genau. Dann ist es nicht nur, es geht ja nicht darum, ah, wenn dann endlich kein Krieg mehr ist, wenn, ne? Wenn, so, dann, ne, dann sind wir ja dort, sondern dass es tatsächlich, wenn es sinkt, dass es jetzt schon fühlbar ist. Genau. Und wenn es jetzt schon fühlbar ist, jetzt im Moment, ich den Frieden und meine Stärke spüre, dann kann das auch wieder nach außen fließen mit einer anderen. Ja. Das ist die Emotion. Die Emotion ist der Träger von jedem Gedanken. Ja. Nur so kann er in die Wirklichkeit kommen. Ja. Und das ist auch, das ist die Magie, das ist der Zauber in uns. Ja. Das sind unsere Gefühle. Wenn wir den Gedanken denken und dabei diese Emotion empfinden, ja, und dort das Herz aufgeht, dann kriegt dieser Gedanke ein ja, ich sage immer, dann ist der Gedanke eingebettet in das Gefährt, wo er dann in die Wirklichkeit fließt und dann wird es umgesetzt. Das ist so dieser Zauber, den ich meine, im Herzen. Und das ist bei jedem anders. Ja? Und jeder braucht sein eigenes Bild und ganz wichtig auch seine eigene Wahrheit. Ja. Also ich möchte, ich kann ja nur von meiner Wahrheit sprechen, aber jeder soll seine eigene Wahrheit finden und seinen eigenen Weg gehen. Genau, das hast du ja, hatten wir kurz schon das Stichwort, auch auf der Messe. Ne, es geht ja nicht darum, so jetzt, ich möchte die Welt verändern und jetzt mache ich halt irgendwie, ne, was aus irgendeinem Gedanken, sondern du bist ja tatsächlich, du gibst ja anderen Mut, indem du zeigst, dich zeigst und auch von deinem Lebensweg auch den Menschen teilen lässt, wie es mit dir begann. Also du kamst gar nicht umhin. Also ne, du ist ja nicht aus irgendeinem Gedanke und Idee, sondern es hat dich regelrecht gepackt. Vielleicht magst du da einfach noch ein paar Worte darüber, dass das andere, okay. So, und trotzdem ist es dennoch auch da nicht wieder vergleichbar. Also bei jedem ist es auch anders und wird sich auch anders zeigen und wird sie im richtigen Moment auch sich eröffnen. Ja. Ja, also bei mir war das wirklich sehr geführt und sehr spannend. Ich hatte das sowas nie geplant und auch Schreiben sowieso gar nicht. Ja. Ich habe aber irgendwann mal einen Workshop besucht, da ging es um Herzarbeit. Dieser Workshop hieß Healing and Clearing. Und da ging es darum, das eigene Herz wieder zu finden und das geheilte Herz wieder einzufügen. Und was ich gefunden habe, war ein großes Ei. Und ich habe dann dieses Ei, also wie der Seminarleiter gesagt hat, in der Trauerreise, so jetzt nehmt ihr euer Herz. Ja. Und zwar mein erster spiritueller Workshop. Ich habe gedacht, was geht hier? Ja, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Setzt euer Herz dort ein, wo es hingehört, stand ich da mit diesem großen Ei. Und dann habe ich gesagt, was mache ich jetzt mit dem Ei, was mache ich mit dem Ei? Ja, und dann war so eine Stimme von hinten, verschluck es. Und dann habe ich da diskutiert, wie immer. Ja. Das geht nicht. Doch, sagte die Stimme, das geht, das ist eine Trauerreise, da geht alles. Und ich so, okay. Also habe ich dieses Ei verschluckt und mir wurde es total heiß. In der Realität lag ich auf dem Boden und mir ist der Schweiß, meine Haare waren klitschenass.
Und ich war dann auch so ein bisschen panisch und guck so runter und hat sich wirklich hier meine Brust geöffnet. Ein kleiner roter Drache kam heraus, der krabbelte auf meine Schulter den Arm runter, hat seinen Kopf auf die Hand gelegt, hat sich hier festgekrallt, den Schwanz einmal um mit der Schwanzspitze in meine Blutvene ein, Augenzug, und dann hat er geschlafen. Und so habe ich den dann mit aus der Trausreise genommen, bin dann nach Hause gefahren und habe immer diesen Druck gespürt. Und das war so meine Anfänge. Ich hätte es auch gar nicht weiter verfolgt, wenn ich immer ich hatte immer das Gefühl, hier hält mich was. Ja. Und dann habe ich angefangen, selbst zu Hause Trausreisen zu machen. Und da begann diese Arbeit mit den Drachen. Und dieser kleine rote Drache, den hatte ich über 3 Jahre an meinem Handgelenk. Und wen ich dann noch mitgebracht hatte aus diesem Workshop, war ein Engel, Erzengel Uriel. Den musste ich auch erst mal googeln. Ich hatte keine Ahnung von Engeln. Und der hat mich unterrichtet und hat mir alles erklärt über die Drachen und warum ich den jetzt habe. Und und irgendwann war der dann ganz groß und ja, dann begann der ganze Zauber erstmal. Also erstmal so dieses Lernen, warum ein Drache, was bedeutet das, was bringt mir das, und es verändert sich einfach alles. Es verändert sich, mein ganzes Leben hat sich verändert. Ich war auf einmal selbstbewusst, ich habe aufgehört zu rauchen, ich habe aufgehört Alkohol zu trinken, ich habe sogar mal 1 Jahr lang gar kein Fleisch gegessen, aber ich habe dann gemerkt, dass ich doch wieder ab und an Fleisch essen muss für die Kraft. Da ist auch jeder anders gestrickt und schwanke immer so mit Ernährung hin und Ernährung her und merke einfach so, die Drachenenergie macht ganz viel mit dem Körper, aber auch mit der eigenen inneren Stärke. Und was der Drache auf jeden Fall bringt, ist unglaublich viel Mut. Ich habe so unglaublich mutige Entscheidungen getroffen. Das hätte ich ohne meinen Drachen nicht gemacht. Die Drachenenergie, die mich begleitet, hat sich verändert. Es ist vom roten Drachen zum schwarzen Drachen geworden und ich verstehe auch warum. Also der rote Drache ist mehr so zum Kuscheln und Eingewöhnen. Ah. Der rote Drache ist so der Körpertrache, der so sagt, guck du mal nach deinem Körper. Ja, das ist erstmal, ja, mit dem gehst du hier durch die Welt und agierst. Ja, und dann kam der schwarze Drache und mit dem schwarzen Drachen fing dann alles an. Dann habe ich das kleine Drachenhandbuch geschrieben, ich habe das Drachenkartenset gemacht. Und mein Drache hat mich dann nach Avalon gebracht, hat mich mit diesen Energien wieder vertraut gemacht, was Avalon bedeutet, was die neue Magie für eine neue Welt bedeutet. Ja, dass es nichts damit zu tun hat, dass ich einen Kupferkessel und einen Besen brauche, ja, sondern da geht es um was ganz anderes. Da geht es wirklich um das Fließenlassen der Energien, um das Vertrauen in die Energien. Und die Magie ist überall. In jedem Baum, in jedem Stein. Sie ist die Matrix, die alles durchdringt. Und so haben mir die Drachen das einfach gezeigt. Dass es wirklich eine Energie ist, die überall ist, die wir nutzen können. Wie ein Licht. Das ist auch das Ein- und Ausatmen allein, ist schon magisch. Ja. Und viele haben so das Gefühl, ja, Magie, weil, ja, da muss man irgendwie ganz viel machen und 1000 Bücher lernen und Rituale und man braucht halt 1000 Kräuter. Das ist ein Weg, ja. Das ist nicht mein Weg. Da bin ich viel zu modern und ich mag auch keine Kräuter in meiner Küche hängen haben. Das kaufe ich mir lieber als Tee und da gibt es so tolle Produkte, das muss ich gar nicht selber machen, ja, wenn ich das gerne möchte, mich mit solchen Energien zu beschäftigen. Aber es geht um die Magie für eine neue Welt, geht es um was ganz anderes. Es hat was mit Gedanken zu tun und mit der Kraft der Worte. Das Verständnis, dass jedes gesprochene Wort magisch ist und Macht hat. Ja, mit Worten können wir Menschen zerstören oder aufbauen. Das ist das Werkzeug des wahren Magiers oder der Priesterin. Und das ist das, was ich einfach verstanden habe, was Avalon sagen möchte, was Avalon lehren möchte. Und halt diese große Kraft der Weiblichkeit und der Mondgöttin auch da, Entschuldigung, da nochmal reinspüren. Keiner kann sich von dem Zauber des Vollmonds wirklich befreien, ja.
Und da kann man fragen, wen man möchte auf der ganzen Welt. Ja. Mhm. Stellt euch mal an einem Strand oder auf einem Berg oder auf der eigenen Terrasse mal nackt in den Vollmond und spüre mal. Mhm. Und da spürt man die Magie. Und zwar eine Magie, das ist unsterblich. Und das wird es in 10.000 Jahren noch geben. Und das hat es vor 3 Millionen Jahren schon gegeben. Ja. Und da spürt man, dass es keine Zeit gibt. Mhm. Dann auf einmal fließt alles ins Jetzt und alles ist da. Und mit so ganz kleinen Ritualen. Hm. Und dann öffnen sich plötzlich auch Dimensionstore. Da muss ich einfach nur mal die Zeit nehmen, es wieder zu tun. Das finde ich sehr schön, wie du das sagst. Das ist, ne, ich beobachte das ja auch bei vielen Menschen und selbst auch bei mir nehme ich da nicht aus. Also dieses, gerade wenn man anfängt, vielleicht sich mit den Dingen zu beschäftigen, ne, so, dann ist das irgendwie so ein raus vom Gewöhnlichen, dann ist das irgendwie beschäftigt sich man mit allen möglichen Dingen, aber dann werden manchmal die gewöhnlichen, alltäglichen Dinge, die beachtet man gar nicht. Und genau, also ich merke, es geht genau um die einfachen, ganz gewöhnlichen Dinge, dass da, so hast du wunderbar gesagt, dass da die Magie drin steckt und da wieder die Magie leben dürfen, sollten. Ja? Ja. Also, ja. Das erkläre ich auch immer gerne wieder in den Workshops, da lachen sie sich immer alle kaputt. Also meine Workshops sind echt lustig zum Teil. Also sie sind sehr magisch, sehr tiefgreifend, aber nicht, ganz bestimmt nicht langweilig. Und Avalon steht auch für die Hingabe. Die Priesterinnen von Avalon haben ein Jahr lang sich extremst mit der Hingabe auseinandergesetzt und wir haben total vergessen, was das bedeutet. Und ich übe das täglich, ich habe keine Spülmaschine, mit meinen Kaffeetassen. Ich habe Kaffeetassen, die sind außen golden und das sieht man immer ganz schnell, so Fingerabdrücke und Wassertropfen. Also übe ich meine Hingabe an diesen Kaffeebechern und ich poliere die. Und versuche einfach, das ist mein tägliches Ritual, wenn ich die gespült habe mit einem schönen, frisch gewaschenen Tuch und das ist schon das Ritual. Schon, dass ich das Geschirrtuch aus dem Schrank hole und fange an, dann habe ich so 2, 3 Kaffeebecher und dann poliere ich die und versuche einfach, das mit Hingabe zu tun, um mich einfach täglich daran zu erinnern, dass dieses Gefühl wächst in mir und dass ich es greifen kann. Ja. Weil am Anfang, wie ich das erste Mal mich mit dem Wort beschäftigt habe, konnte ich es nicht spüren. Es war nur ein Wort. Ja. Ich konnte es überhaupt nicht spüren. Ich wusste nicht, was ist das? Ja? Wie fühlt sich das an? Und so haben wir viele so tolle Worte, die wir benutzen, aber wir spüren es gar nicht. Ja. Auch Liebe. Also Liebe ist für viele auch ein Wort, aber spüren wir die Liebe dann auch? Also das Wort wird viel öfters benutzt, als dass wir es spüren. Ja. Ja. Oder auch Freundschaft, Loyalität, einfach da mal hineinzuspüren. Ich habe vor einem Jahr habe ich mich mit einer Affirmation auseinandergesetzt, die zu mir kam. Und da bin ich auch, das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Die Affirmation lautet, ich bin die göttliche, ich bin die göttliche Empfänglichkeit in Tätigkeit auf Erden. Ich musste das wirklich wochenlang über meine Zunge fließen lassen, bis irgendwann der Groschen fiel. Die Worte sind deutsch, wir verstehen sie alle. Hier. Aber hier diesen Satz zu verstehen, das hat bei mir auch ein Dimensionstor, ein innerliches gesprengt. Ja. Ja, und so gibt es so ganz vieles einfache Sachen, mit denen wir uns auseinandersetzen können. Und plötzlich macht es einen Riesenklick. Ja. Genau. Ja. Das ist immer die ganz einfachen, alltäglichen, schönes Beispiel. Ja. Genau. Und zwar habe ich dann das Avalon-Kartensatz. Danke. Da habe ich versucht, wirklich ganz tief für jede Karte eine Affirmation zu finden, die genau das bewirkt. Also ich möchte fast sagen, dass es heilige Sätze sind. Ja, und habe die auch mehrfach überprüft, diese Affirmationen, dass sie wirklich auch in die Tiefe gehen. Und das ist so ein Lieblingsbaby ein bisschen von mir, dieses Kartenset. Weil ich habe gerade einen Impuls, vielleicht magst du einfach jetzt diesen Abend und auch, ne, es ist ja, Zeit existiert nicht, also einfach für dieses schöne Zusammensein hier mit uns, mit euch, einfach, magst du einfach vielleicht eine Karte ziehen?
Ich kann eine Karte ziehen, aber ich kann sie nicht vorlesen, weil meine Brille nicht da ist. Das mache ich gerne. Das machst du, okay. Dann ja, wenn es okay ist für dich. Also ja, dann gebe ich dir schon mal das Booklet und dann mischen wir mal. So lernen wir das gleich. Ich finde, das ist so direkt gleich erfahren. 43 Karten mit der Mondenergie als Rückseite. Das wird schön, der Vollmond. Mm. Und ja, dann mischen wir das mal. Eine Karte für uns alle, für jeden, der mich jetzt sieht und hört. Auch für mich und für dich. Ja. Für die Katze und für Jeet. Die Katze rollt sich nämlich hier gerade mal quer durchs Studio und bringt uns alle zum Lächeln, so wie Voller Katzen Hingabe. Das halt immer tun. Mhm. Genau. Okay. Erzengel Michael. Aha. Vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, was hat der Erzengel Michael denn im Avalon-Kartenset verloren? Erzengel Michael ist inkarniert als König Artus und er ist der wahre Träger des Schwerts Excalibur und er trägt es immer noch und wird es immer tragen. Und deswegen, guck ich unter Artus jetzt? Ja, nee, unter Michael. Ach, unter Michael. Mhm. Und das ist auch ganz schön. Man kann Erzengel Michael auch immer gerne mal rufen mit dem Schwert Excalibur, um etwas zu trennen, was uns anhaftet oder wo man das Gefühl hat, das belastet mich jetzt. Oder ja auch durchaus das mal auch nutzen fürs Halschakra. Das darf auch ganz gern mal befreit werden. Mhm. Keine Angst vor dem Schwert Excalibur. Es ist scharf, aber trotzdem hat es ein Gefühl. Okay, dann lese ich was. Ja. Ist auch von dir, das ist ja ganz richtig. Genau. Ja. Also Michael, Erzengel Michael, auch der Fürst des Lichtes genannt, spielt für uns in der heutigen Zeit eine sehr bedeutende Rolle. Sein Name bedeutet, wer ist wie Gott. Aber sein Name wird auch mit, wer ist wie du, übersetzt. Es wird also der göttliche Teil in uns angesprochen. Und dieser Teil von uns ist mit Michael tief verbunden. Rufe diesen kraftvollen Engel an deine Seite, bitte ihn, dir bei dem Thema zu helfen, das gerade ansteht oder in den nächsten Tagen auf dich zukommen wird. Sein magisches Schwert Excalibur trennt dich von allen Irrtümern der Welt und so kannst du als wahrlich Befreiter auf dem Weg deiner Seele wandeln. Affirmation: Ich bin frei. Wow. Schön. Ja, das ist auch eine Karte. Das passt wirklich, denke ich, für viele heute Abend. Ja. Also für mich passt auch total. Ja, schön. Als ganz kleine Übung und Empfehlung, lasst doch mal, atmet mal in eure Chakren einfach goldenes Licht, formt daraus eine liegende Acht und legt die Worte Ich bin frei hinein in jedes Chakra. Fangt unten mit dem Wurzelchakra an. Atme goldenes Licht, forme daraus eine goldene Acht und dann lege die Worte Ich bin frei hinein und lass diese Acht zirkulieren, richtig schön. Und dann zweites Chakra und so weiter bis oben zum Kronenchakra. Ist eine ganz tolle Übung und macht ganz viel. Und das sind auch so, deswegen so genau die Übungen auch aus den Workshops, wo man in die Freiheit auch gehen kann. Ja. In dem Inneren beginnt es. Und im Außen zeigt sie es dann. Ach, haben wir eine schöne Karte gezogen. Ja, das ist ganz glücklich. Auch, ne? Schön, dass der Impuls einfach da war. Ja. Danke. Ja, freue mich über die können tolle gerne, Führung. Können wir Trockenkarten ziehen. Könnt ihr auch alle einmal in die Luft werfen. Ja, das ist auch so liebevoll gestaltet. Also ich habe noch nie so ein schön, also ich kenne viele auch, ne? Es ist so mit, oh, wunderschön. Ja. Ganz fein und so stimmig. Ja. Sehr schön. Ja, und da gibt es das Drachenset hier auch. Ja. Gibt es, ne, weil viele beschäftigen sich ja auch mit Drachen, hast du die Erfahrung, hat sich das gezeigt, dass jeder, der spürt, mit einer Drachenenergie verbunden zu sein, seinen eigenen Drachen oder eine Zeit lang hat? Oder ist es für anderen Menschen vielleicht gar nicht vorgesehen und es ist was anderes? Oder wie hast du das erfahren? Oder wie sind deine Erfahrungen?
Also es ist für mich ganz selbstverständlich, wer sich sowas kauft oder zu einem Drachenworkshop kommt, dass der einen persönlichen Drachen hat, weil der ihn dahin schiebt. Ja. Und die Menschen, die sowas nicht kaufen und nicht zu einem Drachenworkshop kommen möchten, die haben mit der Drachenenergie auch nichts zu tun. Okay. Und das bedeutet aber einfach jetzt im Moment. Das kann durchaus vielleicht irgendwann mal anders sein. Also die Drachen selbst haben mir erklärt, dass es zwei Grundenergien gibt, die sich den Seelen sozusagen zuordnen. Und diese zwei Grundenergien ist zum einen die Drachenenergie, die älteste Energie ist. Diese Energie ist älter als Lady Gaia und das Sonnensystem. Mhm. Und die andere Energie ist die Einhornenergie. Also beide Energien sind Seelenbegleiter und haben nichts mit Krafttieren zu tun, wie im klassischen schamanischen Sinne. Man kann natürlich auch als Krafttier einen Drachen haben, dann bedeutet es aber nur für eine gewisse Zeitspanne. Mhm. Ja. Man hat ja manchmal für 1-2 Jahre einen Wolf als Begleiter oder ein Pferd oder ein Adler, dann auch durchaus mal einen Drache. Dann geht es um die Krafttierenergie. Aber grundsätzlich sind es diese zwei Energien, die als Seelenbegleiter gedacht sind und dann aber auch immer da sind und nie weggehen. Vielleicht sich mal ein bisschen nach hinten schieben, aber immer, immer präsent da bleiben. Okay. Und ich habe dann gefragt, warum wird es so eingeteilt? Ein Teil der Seelen sind Drachenreiter, so wird es dann genannt, und der andere Teil sind die Einhornseelen. Das hat was mit einfach mit der Dualität auch zu tun, also die wir hier ja haben. Also die wortwörtlich haben die Drachen zu mir gesagt, die Energie der Drachenreiter wird benötigt, um zu reinigen, um den Boden zu bereinigen, damit die reine Saat des Einhorns aufgehen kann. Und so hat jeder seine Aufgabe einfach. Genau. Und die Drachen, man spürt es auch, also man sieht es auch schon fast, wenn man sich einen Drache so anguckt, das hat was mit kriegerischer Energie zu tun, da ist ein Kampfgeist dahinter, ja, da ist ein Mut dahinter. Und das Einhorn ist eher so etwas so Lichtvolles, das kann gar nicht eine kriegerische Energie entfalten. Mhm. Ja, das ist zu zart, zu sanft. Und die Drachen sind schon auch so ein bisschen dafür da, diese Reinheit und Sanftheit auch ein bisschen zu beschützen, ja, und drauf zu achten. Sehr interessant. Interessant, genau. So hat jeder, ne, so wie auch Menschen, wie jeder seine eigene Aufgabe. Ja. Und dann mit dem persönlichen Drachen, das ist natürlich sehr spannend, wenn der persönliche Drache sich zeigt, dann halt zu erfahren, warum habe ich jetzt diesen Drachen? Der Drache zeigt sich in der Farbe oder auch in der Größe und Form, um dir als Spiegel zu dienen. Das heißt, er spiegelt dir dein Potenzial. Dein größtes Potenzial, was in dir liegt, warum du hier bist. Ah. Was quasi deine Seele als höchste Schwingung in sich trägt. Und das ist auch spannend. Das ist natürlich bei einem grünen Drachen ganz was anderes wie bei einem roten, blauen. Ich habe den schwarzen und den weißen. Das sind ganz unterschiedliche Themen, ganz unterschiedliche, sage ich jetzt mal, Fachbereiche. Ne? So kann man es auch nennen. Ja. Ja, genau. Das ist keiner irgendwie besser. Ja, genau. Ja. Da haben wir dann auch schon mal einen Einblick bekommen, so worum es in den Workshop geht. Also gibt es einfach verschiedene oder wer fühlt sich da oder wen möchtest du ansprechen, wen möchtest du da erreichen? Für wen sind diese Workshops geeignet? Also geeignet sind diese Workshops für jeden, der sich gerufen fühlt. Ich freue mich natürlich sehr darüber, wenn die Workshops genutzt werden, um selber in die Energie zu kommen und zu sagen, okay, ich mache das weiter, ja, ich ich will jetzt auch mit den Drachen in irgendeiner Form arbeiten. Aber genauso gut auch für Leute, die wenig Selbstbewusstsein haben oder mit Ängsten beladen sind, oder einfach das Gefühl haben, sie brauchen einen kraftvollen Begleiter an der Seite, um einfach gestärkt dazu durchs Leben zu gehen. Das passt für jeden. Okay. Das passt für jeden. Und du machst das an bestimmten, du reist auch damit, oder? Ja, also ich habe, ich bin Deutschland, Österreich, Schweiz immer wieder. Ich schwärme sternförmig aus und versuche wirklich mich, so gut es geht, über die drei Länder, über die deutschsprachigen Länder zu verteilen, sodass jeder die Möglichkeit hat, innerhalb von 2 Stunden Autofahrt
irgendwann mal einen Workshop zu besuchen. Es gibt drei Drachenworkshops, also der Basisworkshop. Dann gibt es den Workshop, der heißt Drachenliebe, die Tage der Königin. Da geht es also um die höhere Energie, also von der die Drachenkönigin ist eine übergeordnete Energie. Das ist pure Liebe. Das ist total schön und öffnet sehr viel auch. Also da geht es auch um Heilung. Und dann gibt es nochmal einen Workshop, der heißt Drachenkraft. Da geht es so ein bisschen darum, auch nochmal die praktische Arbeit, auch am Körper und so. Ja, und dann gibt es das Avalon-Projekt. Da habe ich dieses Jahr 8 verschiedene Städte, wo das Avalon-Projekt stattfindet. Und das sind 4 Wochenenden jeweils. Also meine Wochenenden, ich glaube, ich habe nur eins im August frei und Weihnachten dann wieder. Wow. Und ansonsten bin ich jedes Wochenende in einer anderen Stadt unterwegs. Und was kann man sich darunter vorstellen, Avalon-Projekt? Vielleicht kann da nicht jeder damit was anfangen. Das heißt Avalon, ja auch, vielleicht kann man dann auch die Bücher damit einbeziehen. Ja. Ist ja auch druckfrisch gerade. Ja. Das Avalon-Projekt, wie gesagt, sind 4 Wochenenden, also insgesamt 8 Tage. Jeder Tag ist der Schirmherrschaft einer Meisterin oder eines Meisters unterstellt. Und es geht bei diesem Avalon-Projekt auch um die praktische Arbeit der Priesterin in einer neuen Welt oder des Magiers. Also wirklich ganz fernab von Kupferkessel und Besen. Aber es geht schon darum, die Energien fließen zu lassen, also auch in Paararbeit den Körper zu berühren. Und es geht um die neuen Chakren. Wir brauchen also neue Chakren für eine neue Welt. Wir können nicht mit einem roten Angstchakra, so steht es in allen Lehrbüchern, das rote Chakra ist das Angstchakra, mit dieser Basis können wir keine neue Welt kriegen. Also das Angstchakra, die Farbe muss einfach ausgetauscht werden und es muss ein Chakra des Vertrauens und des Friedens werden. Und so lasse ich blau einfließen. Und so gehe ich Tag für Tag mit die ganzen Chakren durch, in Zusammenarbeit halt mit dem Meister, der die Schirmherrschaft für den Tag hält. Und das ist sehr präsent. Und es hat viel mit Avalon zu tun, aber es vermischt sich auch mit anderen Energien. Also der erste Tag zum Beispiel ist Mutter Maria unterstellt. Sie trägt ja den blauen Schutzmantel. Und Avalon hat auch immer was mit Blau zu tun. Ja, also die Priesterinnen haben ein blaues Kleid getragen. Also diese Energie, wir sagen ja auch, also Farben, Farbton, also es hat was mit Tönen zu tun. Jede Farbe hat etwas mit einem Klang zu tun. Und das ist auch was, was in uns spürbar dann ist. Ja, das Avalon-Projekt ist auch sehr kreativ. Ich mache zum Beispiel am zweiten Tag, da haben wir den Meister Kutumi als Schirmherr. Da machen wir eine Aura-Essenz, stellen wir her mit seiner Kraft. Das ist auch total spannend, macht ganz viel Spaß. Da bringe ich auch alle Zutaten mit und macht einfach ganz viel Spaß. Sehr interessant. Es ist ein ganz bunter Workshop, aber es ist letztendlich, kann man sagen, es ist wie eine Ausbildung. Ich möchte dieses Wort aber nicht benutzen, weil das ist für mich so etwas, was ich in der alten Welt gerne lassen möchte. Zertifikate im Goldrahmen an der Wand, die sagen nichts über den Menschen aus. Also ich würde nie im Leben ein Zertifikat ausstellen, auch wenn ich das jetzt in dem Fall gut tun könnte. Ich könnte ja auch irgendwas Schönes kreieren und ausdrucken. Aber ich möchte einfach weg von dem, auch von Noten. Ich bin selber so ein Opfer des Schulsystems. Mir hat man meine ganze Kindheit lang immer gesagt, ich bin dumm mit meinen Noten. Und ich habe jetzt erst sehr spät festgestellt, dass ich gar nicht dumm bin. Ich bin viele, viele Jahre, also wirklich bis zu meinem 40. Lebensjahr noch damit rumgelaufen, mit dem Gedanken, ich bin dumm. Nur weil ich halt in den Noten nicht gut war. Und man dir auch so sagte, dass du auch nicht gut schreiben kannst, ne? So, ja, genau. Also Rechtschreibung, Note 6 oder 5, ja, Deutsch. Aber es war in den anderen Fächern nicht besser. Also habe ich mir den Stempel aufdrucken lassen, du kannst nichts, du bist dumm, du kannst auf gar keinen Fall schreiben und du kannst auf gar keinen Fall lesen. Ja. Und deswegen, ich hätte auch nie was geschrieben ohne die Drachenenergie. Kein Wort. Geschweige denn, das jemand zu zeigen.
Den Merlin habe ich 2009 angefangen zu schreiben. Das ist so ein ganz langer Prozess gewesen. Den habe ich ja letztes Jahr erst fertig gemacht. Ich weiß nicht, wie oft ich das löschen wollte im PC. Weil ich Angst hatte. Okay. Ja. Und ich hatte ja Freundinnen, die dann gesagt haben, bist du verrückt? Ja, und lass mich mal gucken. Ich so, nein, auf gar keinen Fall lass ich dich gucken. Ja. Und ich weiß noch, wie ich es dann... ich habe es dann mal in einer ganz kleinen Mini-Auflage mal drucken lassen in der Druckerei und habe es mal mitgenommen auf so eine spirituelle Veranstaltung. Und ich habe so eine Todesangst, ja. Diese Bücher jemandem in die Hand zu drücken zum Lesen. Ja. Das war echt schwer. Und ja, auch heute, es war heute auch schwer für mich. Aber da merke ich auch so, die Drachenenergie, die ist dann so präsent hinter mir, dass das auch sich kompensiert dann einfach, auch in dem Moment. Ja. Und das ist das Besondere daran, dass man wirklich mit den Drachen die Ängste loslassen kann. Ich kriege auch unglaublich schöne Post. Also ich habe eine Frau, die war wirklich mit Ängsten richtig auch, hatte Probleme mit Angst. Also sie ist nicht mehr aus dem Haus so schlimm, geschweige denn Auto fahren. Und sie hat mir geschrieben, dass sie sich so bedankt, ja, jetzt mit ihrem Drachen. Seit, glaube ich, 8 Jahren ist sie das erste Mal wieder Auto gefahren und hatte keine Angst, ja. Und das berührt mich dann immer ganz tief. Also da bin ich auch, da weiß ich, okay, ich mache alles richtig, ja. Ja. Ich bin, schön, ich dass bin du dich so zeigst, das berührt mich auch sehr, ne? Weil es heißt nicht jetzt, okay, du hast dich, ne, da ist was, wow, das ist auch Wunderbares aus dir geflossen, so Kreatives. Na, dass du jetzt, wow, ne, sie hat's und die, auch das ist ein Prozess, der weiterläuft und weiter und ja mit allem. Schön, dass du das Und es hört auch nicht auf. Ja. Es hört einfach nicht auf. Also da, ich spüre auch jeden Tag immer wieder, da ist noch so viel. Und wie viele Menschen schauen da gar nicht hin. Ja. Also ich bin schon glücklich, dass mir das passiert ist mit den Drachen. Aber ich versuche es in die Welt zu bringen und es wirklich mit jedem zu teilen. Und ja, ich kann es auch wirklich nur jedem empfehlen. Ja, holt euch eure Drachen in euer Leben und es wird der so viel angesprochen. Ja, und es fühlt sich so rund und reicher an. Oder halt natürlich auch die Einhörner. Das ist genau das Gleiche in Grün. Einfach diese Energien sind für uns da und zeigen sich für uns, genauso auch die Engel und die Meister, um uns zu unterstützen und auf den Weg zu leiten. Jetzt machen wir das dritte auch noch her. Ja, genau. Das ist ein tolles Titelbild, oder? Ja. Da ist so viel Kraft drin. Das ist Morgaine, das Leben einer Priesterin. Auch Avalon. Es ist ein unglaublich emotionales Buch. Und ich sage immer, da steht zwar irgendwo, steht da unten steht Roman drauf. Aber es ist in Wirklichkeit kein Roman. In Wirklichkeit ist es eine Trance-Reise, in der der Leser eintaucht auf der ersten Seite und auf der letzten wieder raustaucht. Und die meisten lesen es auch auf einmal, die können es dann nicht weglegen. Und fast alle, die, mit denen ich auch so noch in Kontakt bin, die dieses Buch gelesen haben, lesen es mindestens 3 bis 4 Mal. Weil da so viel zwischen den Zeilen noch drin ist, eigene Botschaften. Und also wer sich das holt und vorhat es zu lesen, nehmt euch einfach wirklich Zeit dafür und ihr braucht auf jeden Fall ein Päckchen Papiertaschentücher dazu. Weil das Herz wird berührt und jeder spürt Avalon in sich und die Kraft, die da drin liegt. Und ja. Schön. Und irgendwie sind ja alle jeder drei, für sich und gleichzeitig passen sie alle irgendwie auch zusammen. Passen alle zusammen. Ja. Also Morgaine, dieses Buch beginnt ein Jahr bevor Artus geboren wurde und ist dann Morgaines und Artus Geschichte, also verwoben. Und die Ritter der Tafelrunde und Merlin, ja. Und das ganz neue Buch, was ich ja letzte Woche erst aus der Druckerei gekriegt habe, Der Weg nach Avalon, wie alles begann, das hört da auf. Also das hört quasi, die letzte Seite ist Artus Geburt und berichtet von den Frauen, die
1158 vor Christus losgezogen sind und den Ruf von Avalon gehört haben. Mhm. Und Avalon aber noch nicht existent war in Form von dort lebten Menschen, also die Insel schon. Und die sind wirklich durch ganz Europa gereist und haben diese Insel gesucht und dann gefunden. Ja, ist eine sehr, sehr bewegende Geschichte, wirklich sehr bewegend. Das ist ein ganz spannendes Abenteuer auch, ja. Und du hast dich gar nicht davor so sehr damit beschäftigt oder schon? Nein. Nee, gar nicht, ne? Und du hast von mir verraten, wenn ich das sagen darf, dass ne, du das schreibst und wo du dann sagst, oh, interessant, dass ich das auch mal erfahren, das hast du so schön. Also, ne, das heißt, du hast nicht, das möchte ich unbedingt betonen, nicht vorher irgendwie studiert, irgendwelche Bücher oder irgendwie damit, sondern es ist einfach aus dir geflossen und dann ist das auch so ganz rein und unver... Ja. Ja. Schenkst du uns das, ja. Ja, also ich habe viel gelernt beim Schreiben, ja. Wir haben wirklich viel gelernt. Also, gerade bei dem der Weg nach Avalon, das war ganz spannend. Also als kleines Beispiel habe ich dann so geschrieben, 1158 vor Christus fing es an. Irgendwann kam ich dann in Richtung Jahr Null und da habe ich so gedacht, boah, wenn das so... hellsichtige, übersinnliche Damen da waren, haben sie doch sicherlich Jesus' Geburt mitgekriegt. Ja? Und dann mache ich das immer so, also ich gehe dann dorthin, also ich versenke mich in mich selbst und gehe dann mit meinem inneren Anteilen, stelle ich mich auf die Insel. Also ja, nun stelle ich mich auf die Insel und so, nee, die merken nichts. Bin ich wieder zurück und dann habe ich gesagt, oder war das Jahr 1? Also nochmal, Jahr 1, drauf auf die Insel, gespürt, nee. Die merken nichts. Und dann habe ich gedacht, naja gut, dann haben die das nicht gemerkt. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Ich muss es ja jetzt auch nicht unbedingt da reinschreiben. Mhm. Und dann kam Merlin, steht hinter mir und sagt, du fragst falsch. Und ich so, wieso frage ich falsch? Dann sagt, du musst auf die Insel gehen, in dem Jahr, in dem Jesus geboren wurde, ohne das Jahr vorzugeben. Mhm. Okay, also bin ich nochmal hin. Und dann habe ich so gemerkt, das ist viel früher. Das ist 3, 4 oder 5 Jahre. Und dann war ich unsicher. Also bin ich wieder zurück und habe ich so gedacht, okay, ich habe stundenlang gegoogelt, ja, und habe es dann wirklich gefunden. Also Herodes ist gestorben im März 4 vor Christus. Also muss Jesus davor geboren sein. Und koreanische Philosophen haben eine Supernova dokumentiert, im März oder April 5 vor Christus, was dann der Stern von Bethlehem wahrscheinlich war. Und ja, und die Kirche gibt auch zu, dass das also ein Rechenfehler ist beim Übersetzen eines Mönches, kann man alles im Internet dann auch recherchieren, aber ich fand es für mich total toll. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, das zu hinterfragen. Ja. Und das habe ich dann auch da reingeschrieben, ich fand es total klasse, ja. Habe ich mich gefreut. Oh, schön. Ja. Und so ist einiges drin, da ist auch einiges über Runen drin. Ich habe keine Ahnung von Runen. Also. Aber ich werde mich mal mit beschäftigen. Toll. Das ist spannend. Das ist total spannend. Ja. Schön, also du sollst. Ja. Und dann gibt es auch noch. CDs hat man. Kann man auch noch richtig eintauchen. Ja, ihr könnt richtig. Also das Drachenthema ist ja hier das kleine Drachenhandbuch. Ist. Da sind die einzelnen Drachen erklärt mit ihren Hauptschwingungen. Natürlich ist jede Begegnung ganz individuell. Also was ich hier reinschreiben kann, ist immer nur so was Allgemeines. Aber es gibt auch einen ganz individuellen Zauber zwischen der Begegnung, den ich ja nicht in so einem Buch festhalten kann. Was in dem Buch drinsteht, ist die Trance-Reise niedergeschrieben, wie man seinen Drachen findet. Das ist ganz schön, das kann man sich von einem Freund oder Freundin vorlesen lassen mit ein bisschen Musik dahinter. Und dann kann man direkt danach gucken, was das bedeutet. Also auch wenn man dann weiß, okay, ich habe jetzt einen blauen Drachen zum Beispiel, dann kann man das nachlesen, aber es ist trotzdem schön, trotzdem alle anderen Drachen auch zu kennen. Bei jedem Drachen ist auch eine spezielle Übung dabei und so kann ich trotzdem mit meinem Drachen auch den violetten oder rosa Drachen besuchen und dann dort die Übung machen. Schön. Ist zwar ein sehr kleines Buch, aber es ist ein sehr gehaltvolles Buch, also vom Wissen her. Ist auch sehr viel Weisheit drin, was die Drachen ja sowieso mitbringen. Genau. Auch die Bilder, es ist einfach herrlich. Ja, also es ist von der Aufmachung her jetzt alleine. Ja, dann habe ich noch 2 CDs.
zwei Draws reißen, einmal zum Drachenkönig und einmal zur Drachenkönigin. Ja. Aber das Buch ist besser. Also, das fände ich total, also das kleine Drachenhandbuch ist wirklich so, sowas, wo man immer wieder reingucken kann. Und ich habe Workshop-Teilnehmer, also die meisten kommen ja wieder, die wiederholen. Und die ist immer toll, wie die aussehen, mit Notizen und mit Eselsohren schon ganz total verbogen. Also das ist wirklich, und das Merlin-Buch auch, das sind so die beiden, das sind so zwei Arbeitsbücher. Also das Merlin-Buch Ach, das auch, eine Arbeit. Der kann man immer wieder nachlesen und findet immer wieder in der Tiefe auch nochmal eine neue Weisheit. Und auch da, das Merlin-Buch sehe ich auch immer an den Rand, alles voll gekritzelt und gemalt und Symbole. Und ja, jeder begegnet Merlin persönlich in diesem Buch beim Lesen. Klar gibt es dann auch die eigenen Botschaften, die müssen ja festgehalten werden. Die stehen dann da auch drin in dem Buch. Das finde ich immer ganz spannend. Das finde ich, ja, das finde ich schön, dass da auch Raum dafür ist. Ne? Das ist nicht jetzt irgendwie, es gibt ja zig, also ne, ich bin ein Buch und ich lese, konsumiere, lese zur Seite und nehme mir irgendwie das nächste Buch, ne? Sondern dass das wirklich so ein tiefes Eintauchen ist, ja. Und dass es erlaubt auch Platz für eigene Weisheit und eigene, also dass ich das weiter, also finde ich sehr, sehr schön. Ja, auch ausprobieren. Da gibt da Tipps und kleine Tipps, gar nichts Weltbewegendes, aber die sehr effektiv sind. Mhm. Ja. Mhm. Und ja, ich fand es eine sehr spannende Zeit, mit diesem Meister zusammenzuwirken. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, also mich berührt das sehr. Ja. Dankeschön erstmal soweit von mir und würde ich gerne den Jeet noch übergeben, weil der hat auch nochmal speziell seine Fragen. Der kann sehr gute Fragen noch stellen. Und genau, erstmal vielen Dank, Arana. Ja, ich danke dir. Wir drücken uns nachher noch. Ja, genau. Ja, erstmal bin ich natürlich von deiner Präsenz berührt, freut mich, ich erfülle mich. Danke und schön, dass du da bist. Ach, danke schön. Ein bisschen mit den Medien, meine Arbeit ist einfach auch eine Brücke zu schaffen, dass die Menschen, die normalen Menschen, diese Botschaften auch verstehen. Mhm. Ich denke, das ist für alle. Ja. Also ich rede oft über Intuition, du bist in der Welt oder der Fantasie, der Meister und von das für mich die Welt der Realität ist, aber nicht jeder gleich nachvollziehen kann. Richtig. Okay, aber du bist in die Welt der Fantasie gegangen und du hast Resultate gehabt, das heißt, du hast etwas erschaffen, indem du Bücher jetzt verkaufst und viele Menschen auch in den Seminaren, in den Büchern glücklich machst. Also deine ist die Welt der Realität. Ja, auf jeden Fall. Okay. Das heißt, Realität, Fantasie oder Intuition, man denkt man, oh, was ist das? Ich bin in der Welt der Realität. Also Fantasie, Intuition, Meisterenergien, sind die Welt der Realität. Okay, und die Symbole. Und für mich, was ich auch wahrnehme, dass eben, wenn es um Symbole geht, Drache, Adler, also New York wird von Meister, von Pallas Athene geschützt. Ne? Also Meisterenergien sind überall. Überall. Das heißt, das, was du machst, ist Realitätsarbeit. Genau. Nur die sagen es nicht, wir, weil sie das auch vielleicht missbrauchen oder Rio de Janeiro ist von Christus geschützt. Ja. So viele Städte nehmen die Meisterenergien, die Symbole, um mit dieser Kraft auch zu steigen. Das heißt, wenn die Leute Erzengel, Michael oder andere Meisterenergien kennenlernen, das hat schon einen Bezug zu der Firma, zum Familiensystem, zur Stadt, wo sie wohnen. Deswegen nehme ich an, dass in deinem Workshop die Leute nehmen diese Impulse auch und setzen es dann auch um in deren Realitäten. Im Leben, genau. Genau. Darum geht es. Ja. Genau. Ja.
Eben, weil du es auch umgesetzt hast. Ne? Ja. Okay, jetzt, wenn wir eben diese Meisterenergien, die auf uns zukommen, wie kann der normale Mensch diesen Zugang bekommen? Was sind die Geheimnisse, die Tools? Wie kann ich jetzt, ja, ich verbinde mich jetzt mit Energien, die schon einiges erschaffen haben, die im morphogenetischen Feld sind oder biogenetisches Feld, wie ich das nenne. Wie kann ich mich damit verbinden? Also, aber was ist kleine Werkzeuge? Also das, ich glaube, was wirklich ganz wichtig ist, ist, dass man den Glaubenssatz loslässt, dass die Fantasie etwas ist, was man so wegwischen sollte. Ja, also, viele haben das als Kinder so erlebt, ja, hör auf zu träumen, ja, bleib mal jetzt hier sitzen und konzentrier dich mal auf das, was du hier machst. Und dann gab es vielleicht auch bei dem einen oder anderen mal einen Klaps auf den Hinterkopf, hör auf hier rumzuspinnen und hör auf rum zu fantasieren. Einfach das mal wahrnehmen, dass das so eventuell war, ja, und es wieder zulassen. Also quasi diese Barrieren, die aufgebaut wurden durch die Erziehung, niederreißen. Und ich denke immer, der erste Schritt ist eine Entscheidung. Okay. Ich treffe die Entscheidung, dass ich jetzt wieder Ja sage zu meiner Fantasie als ein Teil von mir, der einfach zur schöpferischen Kraft dazugehört. Ja. Wir können ohne die Fantasie nichts erschaffen. Jedes Flugzeug, was am Himmel fliegt, ist entstanden, weil es ein fantasievoller Mensch gab. Irgendwann hat mal einer da gesessen und hat den Vögeln zugeguckt und hat gedacht, ach, es wäre so schön, wenn wir fliegen könnten. So fing es an. Mhm. Ja. Jedes Auto ist entstanden durch Fantasie. Jedes Haus, jede Villa, ja. Jedes Sofa, ja. Jedes Kleid, jede Frisur. Alles, was uns umgibt, entspringt letztendlich aus der Fantasie. Also jetzt bei Siemens, andere Konzerne, ein Fantasie-Workshop mit dir, damit endlich neue Produkte entstehen können. Ich weiß, Daimler hat die Schule immer geschwänzt. Ne? So, ne? Und eben Einstein sowieso, der hat mit der Quietschente gespielt, ne? Ja. Und dann kam die Relativitätstheorie. Genau. Schön. Das heißt, im Schulbereich, also ich bin Bildung, Kunst und Wirtschaft und Wissenschaft. Vielleicht nehmen wir jetzt Wissenschaft. Wie kann Fantasie helfen in der Wissenschaft? Du hast wunderschön gesagt, ist nur eine Entscheidung. Du tust es und geschieht. Ja, wunderschön. Genau. Also wie kann in der Wissenschaft Fantasie helfen? Ach, ich glaube, das beweist ja die Quantenphysik. Also das ist so für mich so das Bindeglied zwischen der Wissenschaft und der Spiritualität. Oder ja, zwischen Wissenschaft und dem Glauben, an etwas Glauben. Und ja, ist der Strom oder diese große Erfindung in der Wissenschaft oder... Ich meine, der große im Strombereich, das ist der, der Russe, wie heißt der denn? Fällt mir jetzt nicht der Name. Du meinst den Tesla? Tesla, ja. Genau, der hat einfach, das heißt, man geht erstmal in die Welt der Fantasie, in der Fantasie ist etwas Neues, was man erschaffen kann. Es wird da... Da ist die Idee. Da ist die Idee geboren. Ja. Und ich erlaube... Und das Bild. Genau, ja, also. Dass aus der Intelligenz, aus der höheren Intelligenz, hole ich mir, öffne ich mich, treffe ich die Entscheidung und plötzlich bekomme ich Geschenke, dass ich einfach eben den Strom so Plus und Minus, wenn die sich streiten, ja. Und wir beobachten, wir lassen beide streiten, dann entsteht Licht. Ja. Ja, auch mit den geistigen Energien, also jetzt mit den Meistern und mit den Drachen, ist es letztendlich genauso der gleiche Weg. Ja. Also was jetzt die Wissenschaftler wie Tesla oder Einstein, die hatten eine Idee und eine Vision oder einen Wunsch. Ja. Also da sind die Unterschiede gar nicht so groß. Die haben eine Entscheidung getroffen. Die haben sich was vorgestellt und haben so wahrscheinlich, ich denke mal, so gedacht, das wäre jetzt echt richtig mal gut, das ist so eine gute Idee und das setze ich jetzt um. Also ich will es jetzt haben, ja. Und so ist es mit, ich bleibe jetzt mal bei den Drachen, ja. So ist es mit den Drachen auch. Also jeder, der in seinem Herzen das Gefühl hat, ja, so ein Drache,
das könnte mir vielleicht in dem einen oder anderen vielleicht helfen, auch wenn man sich das jetzt noch nicht so vorstellen kann, wie sich das anfühlt. Das spielt überhaupt keine Rolle. Erstmal muss man die Entscheidung treffen, ja, ich will einen oder nee. Das ist Mumpitz, ja. Sobald der Zweifel da ist, dann sage ich immer, lass es bleiben. Genau. Ja. Es geht nicht darum, in einen ganz tiefen Glauben hineinzugehen, ja, weil wenn die Drachenenergie da ist, die zeigt sich schon intensiv genug, dass man den tiefen Glauben findet. Ja. Aber am Anfang muss das Herz einfach erstmal ja dazu sagen. Ja. Kein geistiges Wesen drängt sich auf ohne Entscheidung, auch kein Engel. Ja, ja. Ja. Schön, das heißt, jeder hat, wenn er möchte, Zugang. Ja. Es bedarf nur die Entscheidung, sich zu öffnen. Und genau. Dann jeder findet seinen Weg. Ne? Genau, jeder findet seinen Weg, auch so, wie es für ihn passend ist. Ja. Es gibt viele Menschen, die sind sehr kopforientiert, die brauchen sehr viele Beweise, denen muss der Kopf auch gefüttert werden mit Informationen und der Drache leitet den richtigen Weg auch ein, der führt einen auch genau dann dahin. Ja. Viele Menschen, die brauchen überhaupt keine Beweise, die öffnen einfach ihr Herz und die spüren diese Liebe. Es gibt kein Energiefeld, das eine höhere Liebesschwingung hat wie die Drachenenergie. Mhm. Und sobald der Drache kommt in den Raum und berührt das Herz, gibt es kein Zurück mehr. Das ist eine so tiefe Liebe, das ist für immer. Und man spürt auch, dass der persönliche Drache wirklich zur Seele gehört, seit Anbeginn der Zeit. Einfach wie ein, es ist wie ein Puzzleteil, was das Ganze komplett macht. Und der Drache, dieser Teil Drache, bringt uns den Mut, die Magie und die Macht zurück. Und genau diese drei Werte wurden uns weggenommen, ja, damit wir kleiner sind, lenkbarer und auch ein bisschen ja, nicht so aufmüpfig. Ja. Und das ist für mich die Angstherrschaft. Da begann die Angstherrschaft, die wir schon viele tausende Jahre haben. Und wenn die Drachenenergie wieder zurückkommt und sich wieder verbindet und das wieder ganz ist, sprich, ich habe meinen eigenen Mut wieder und meine eigene Macht und meine eigenen inneren Zauber, meine Magie, dann bin ich eigenverantwortlich, treffe ganz andere Entscheidungen. Ja. Weil jede Entscheidung im Leben, die ich treffe aus Angst heraus, ist eine schwache Entscheidung, ist keine Herzentscheidung. Und das ist das, was der Drache zurückbringt. Und so sehe ich einfach auch, dass eine neue Welt mit befreiten Menschen, mit befreiten Seelen und Herzen, also eine Welt mit Frieden, brauchst das, ja. Brauchst das einfach, dass das wieder zurückkommt. Ich meine, diese Energien sind auch, wir wissen, dass die Sterne auch diese Energien haben, die Tiere und auch das Drache, das heißt, es ist nicht nur eine Fantasie, es ist auch eine kosmische Realität, was einen Einfluss auch hat. Ne? Vielleicht, wenn wir das sehen, also ich beobachte das jetzt die letzte Zeit, jeder mag es mögen oder nicht, aber wenn ich China beobachte, China hat die Drachenenergie angenommen und hat jetzt natürlich die größte Goldreserven, ist der erfolgreichste Land, jetzt ersetzt schon in Kolumbien, die machen den Dollar weg und nehmen den Yuan und hilft Russland. Also natürlich kann das jemand mögen oder nicht, aber ich denke, dass Länder, auch geografische Regionen auch eine bestimmte Energie entfalten oder entfachen können. Und viele Sachen, viele Entscheidungen, dadurch, dass sie sich zurückhalten, finde ich schon, dass sie aus dem Herzen auch treffen, weil sie sind nicht invasiv, andere Länder gegenüber, sie nerven nicht, die stören nicht, die gehen einfach auch ihren Weg. Ja, wobei wir hier in Europa auch sehr viel Drachenenergie haben. Ja. Ja, wir haben überall, gibt es Drachenbilder und Drachen in Sandstein gemeißelt, also so um zum Beispiel in Deutschland die Region Worms, da ist alles voller Drachen, es gibt auch Kirchen zum Teil, die Drachenskulpturen haben, sehr alte Kirchen, meist halt auch von den Freimaurern erbaut oder sogar von den Templern, die natürlich alle um die Macht der Magie wussten. Ja. Und
zu den Kelten gehörten die Drachen auch dazu. Ja, das ist schon ein Gut, was, was auch in den deutschsprachigen Raum unbedingt mit dazugehört. Mhm. Es gibt ja dieses Sternenbild, Drache gibt es ja auch, und das war bei den Kelten dem Monat Juli zugeordnet. Mhm. Also auch wir hatten, die Chinesen haben ihr Drachenjahr, mhm. ja, 2012 war das Drachenjahr. Mhm. Und wir hatten hier in unseren Breitengraden, hatten wir den Monat Juli in dem Sternzeichen stehen. Das wurde irgendwann mal geändert, wie der Drache ja weg sollte bei uns, ja, damit wir diese Macht nicht mehr haben. Ja. Und wer ein bisschen sich mit der Geschichte beschäftigt, es ist schon sehr spannend, dass die Römer ja hier alles platt gemacht haben. Ja. Die hatten zum Beispiel dort sehr wenig Drachenenergie, wo ich denen überhaupt keine Verantwortung übergebe. Ich weiß, es ist ja alles irgendwie von ganz anders gelenkt, aber Julius Caesar ist ja über den deutschsprachigen Raum hinweggefegt und hat die ganzen großen Keltenstädten zerstört. Dann später wurde die heilige Insel von den Druiden, Anglesey, die gibt es ja noch, die kann man besuchen in Großbritannien. Das war ja die heiligste Insel der Druiden, also von Merlin und seinen Kollegen. Dort haben sie alle Eichen gefällt. Das war im Jahr 60 oder 61 nach Christus, haben die Druiden dort hingerichtet. Mhm. Und so hat man versucht, diesen alten Glauben wirklich auszumerzen. Mhm. Und ich hinterfrage sowas auch immer. Ja, warum? Warum wurde immer wieder darauf gehauen, ja, immer wieder? Und über einen langen Zeitraum. Also das waren die Aufmupfigen, ne? Ja. Das waren aber auch die, also warum haben die Römer die Kelten überhaupt niedergeprügelt? Das ging ja nur ums Gold. Weil die Kelten waren sehr reich, die hatten diese Intuition, auch Gold und Edelsteine überall zu finden. Wir hatten in unseren Bergen auch sehr viel Gold in den Bächen. Die haben mit den Naturwesen Kontakt gehabt, die zusammengearbeitet. Genau, und die Römer haben dieses Gold halt gebraucht, um ihre Feldzüge zu organisieren. Mhm. Und ja, das ist jetzt ein bisschen geschichtlicher Hintergrund. Das ist schön, ja. Ja. Und ich sage immer, wir müssen gar nicht jetzt so nach Asien gucken oder zu den nordamerikanischen Indianern. Die haben, das ist so auch alles ein bisschen mit der Erde so verbunden. Wir haben hier so was Eigenes. Das wusste ich nicht. Ja. Und wir wollen da gar nicht so hinschauen. Das ist aber so tief, weil das ist das Blut in unseren Adern auch. Ja. Europa hat seine eigene Magie. Und ich glaube, da wird es auch ein bisschen Zeit, so ein bisschen wieder in diesen Stolz auch hineinzugehen. Ja. Ja, das vermisse ich manchmal so ein bisschen. Ja. Und man erlaubt es uns ja auch nicht. Ne? Wir kriegen ja immer noch, ist schlimm genug, aber auch immer noch das Dritte Reich unter die Nase gehalten. Ja, Schlechtes Gewissen, klein, klein, klein. Auch das ist kein Zufall. Ja. Das heißt, jeder kann dazu beitragen, dass diese ursprünglichen Energien, die auch uns zu gehören, wieder, ich spüre diese Energie jetzt, ne? Die arbeiten mit mir. Ja. Ist einer rübergekommen. Wunderschön, wunderbar. Da ist ganz viel Kraft, da ist ein sehr ganz tiefer Zauber. Und ja, wie funktioniert das? Könntest du viele, jetzt möchte ich, dass in Europa diese Drachenenergie wieder aufersteht. Das hängt immer von den Menschen zusammen, die das zulassen. Das heißt, die können selbst das nicht machen, nur wir, indem wir in die Hingabe gehen und die Aufnahme und die Öffnung für diese Energien, haben wir die Möglichkeit, diese Selbstständigkeit wieder zu erschaffen. Genau, ja. Jeder für sich. Mhm. Und natürlich, ich fände es ganz toll, wenn sich Gruppen finden. Ja. Also ich habe immer so eine Vision, weil ich das auch spüre in den Workshops. Ich sitze dann ja, ich habe jetzt ganz viele Workshops schon gemacht. Ja. Und dann sehe ich immer, stellt sich jeder vor mit seinem Drachen, dann habe ich eins, zwei Damen, ein Herr, die haben einen grünen Drachen. Ja. Dann habe ich zwei mit einem violetten. Und ich spüre, die gehören zusammen. Die kennen sich ja überhaupt nicht. Mhm. Und dann erzählen die auch, wie sie aussehen, wie sie sich selbst wahrnehmen in der Veränderung. Ja? Wie sie dann, wenn sie die Augen zumachen, sich anschauen, dann sehe ich diese Verbindung. Ja? Und ich stell mir immer vor, so meine Zukunftsvision ist, dass ich dann die Gruppen treffen, 300 Drachenreiter mit den grünen Drachen in Saarbrücken. Und
200 in München, die nur schwarze Drachen haben und sich zusammenfügen und dieses Potenzial immer mehr und mehr aus sich herausschälen, ja, um was es da geht. Ja, die schwarzen Drachenreiter zum Beispiel, so wie ich, da geht es um Schattenarbeit, ne? Eine ganz wichtige Arbeit auch. Ja. Und da ist so viel Kraft dahinter und so viel Mut auch. Und so hat jeder, also jeder Drachenreiter, ich nehme jetzt mal dieses romantische Wort, ja, es ist nur ein romantisches Wort, ich möchte das nochmal ganz kurz erklären. Also es geht nicht darum, dass wir auf dem Drachen sitzen und hier yippee-yay, sondern das sind einfach Bilder für die Fantasie, die wir brauchen, um die Emotionen zu finden. Das ist ganz wichtig. Also ich werde manchmal so ein bisschen angefeindet, also über das ein oder andere Forum, so nach dem Motto, ob ich zu viel Aragorn gelesen hätte oder Drachenreiter gäbe es nicht. Es ist nicht der Drachenreiter so, wie man sich das in dem Wort vorstellt, sondern wirklich nur die Verknüpfung mit der Energie. Mhm. Ja. Was dann halt passiert, ist wirklich, dass die Drachenenergie wirklich so, wie so heute abziehen, ja, immer weiter und es immer mehr in den Kern hineingeht. Ja. Mhm. Wer bin ich? Mhm. Wo ist meine Kraft? Mhm. Und warum bin ich hier? Und nicht nur jetzt für diese Inkarnation, sondern warum bin ich überhaupt auf diesem Weg? Alle Inkarnationen geben plötzlich einen Sinn nacheinander, ja, weil sie alle, wie, ich sage immer, das sind wie Perlen auf einer Kette. Jede Inkarnation ist eine ganz wertvolle Perle und die sind auf einer Schnur aufgezogen und die sind nicht trennbar. Das hat einen Sinn, warum ich vor 3000 Jahren in Ägypten als Bettler vor der Pyramide saß mit meinem Esel und war der glücklichste Mensch der Welt. Ja, so meine Lieblingsinkarnation. Ohne mir Sorgen zu machen. Ja. Mhm. Dieses Gefühl, wenn ich da hingehe, dieses Gefühl brauche ich hier jetzt. Mhm. Was ist das für ein Gefühl als Bettler vor der Pyramide mit dem Esel? Es war die absolute Freiheit. Mhm. Dieses Gefühl möchte ich jetzt und dann hole ich mir das hier rüber. Mhm. Und da ist wirklich die Drachenenergie sehr hilfreich, dieses Reisen. Ja. Mhm. Ich habe irgendwann mal meinen Drachen gefragt, ja, was mache ich denn jetzt mit dir? So ganz am Anfang, für was stehst du? Und dann hat er gesagt, ich bin der Sprit für die Merkaba. Mhm, ja. Ich bin das, was das Ganze in Bewegung bringt. Ja. Ich bin das, was dir hilft, wirklich von A nach B, nach vorne, nach hinten, nach rechts und links, nach oben und nach unten, überall hinzuschauen. Ja. Das ist praktisch die Lösung unserer Energieprobleme. Woher kommt das Feuerspucken? Es ist unendliche Energie, unendlicher Sprit. Das ist unendlich. Und dass wir diese, was Tesla auch ein bisschen erfunden hat, dass es Energie ist, das hat vielleicht mit der Drache zu tun. Vielleicht hat er Kontakt mit der Drache gehabt. Ja, und vielleicht durch ihn können wir eben mit diese Raumenergie erfasst werden kann. Vielleicht können wir eine Forschungsgruppe über Raumenergie und machen wir eine, also ich bin wieder begeistert. Also gerne biete ich an, von hier aus über Skype verbinden, eine Online-Konferenz den ganzen Abend, wo verschiedene Drachen Energien sich vorstellen können. Sollen wir das machen? Ja, können wir nochmal drüber reden. Weil wenn wir das von hier machen und aus London, aus Italien, verschiedene Drachenspezialisten, dann frag die mal, ob ich das soll, ne? Ob das für sie, weil dann Medium, wenn wir Online-Konferenzen machen, es sammeln sich solche Leute, die Feuer spucken können, also unendliche Energie haben, und da fühlt sich die Luft davon und reinigt sich und ermächtigt sich. Ne? Ja, genau. Und wenn viele so hier in diese Richtung Feuer spucken, aus verschiedenen Richtungen können sich dann vielleicht, kann sich vielleicht was binden. Ne? Ja, spannend. Das ist ganz spannend. Ja, die Drachenenergie ist sehr kraftvoll und sehr präsent. Und es ist auch überhaupt nicht vergleichbar mit Meisterenergien oder Engelenergien. Es fühlt sich ganz anders an. Also ein Dasein. Dasein und kraftvoll. Ja, ne? Und je mehr man sich damit beschäftigt. Also ich sage immer zu meinen Teilnehmern im Workshop, wenn die den Basisworkshop gemacht haben, haben dann ihren Drachen und dann schicke ich die immer nach Hause und sage immer, denkt dran, euren Drachen zu füttern. Wenn ihr eine Katze habt, recht, wie füttert man den? Mit Liebe.
Der Drache braucht Liebe, das heißt Aufmerksamkeit, jeden Tag wirklich die Liebe mal kurz hinfließen lassen, nicht stundenlang, das reicht morgens eine Minute, abends eine Minute. Das ist dieses Futter, was dieses Feld braucht, und es ist dann, es gibt dann eine sofortige Wechselwirkung, ja, dann ist das ein Hin- und Herfließen. Und irgendwann ist dieses Feld so genährt, dass es fast in die Materie kommt. Also mein Drache, gut, das mache ich schon viele Jahre mit meinem Drachen, der kriegt schon seine eigenen E-Mails. Jeder kennt Black. Also jeder kennt meinen Drachen, jeder, der bei mir in den Workshops war, der bringt mir Leute in den Workshops. Es gibt so Leute, die sitzen im Workshop und sagen, ich habe vor 3 Tagen einen schwarzen Drachen gesehen und der hat gesagt, ich soll hierher kommen. Ja, und das sind auch immer die, für die es ganz besonders wichtig ist, diese ganz kurzfristigen, ja, die dann, ob es da um Heilung geht oder um eine ganz hohe Erkenntnis, das ist total spannend, wie lebendig diese Energie wird. Das berührt mich sehr, wenn so ein mächtiger Drache Liebe braucht. Ne? Ja, ganz viel, ja, ganz viel. Dass das im Kern dieser Energie ist. Das ist, ne? Das ist die Quintessenz, ja, die da in diesem Herzen, kein Herz ist größer als ein Drachenherz. Ja. Und kein Herz kann mehr Liebe geben. Mhm. Aber es ist natürlich da auch, wir müssen die klare Absicht bekunden, dass wir so weit sind, diese Liebe auch anzunehmen. Viele Menschen haben Angst vor der Liebe. Ja, und machen sich zu und laufen davon. Aber die Liebe, die wir den Drachen geben, das meine ich. Ja. Können wir das kurz jetzt gemeinsam machen, für alle, die wollen und die nachschauen werden, dass wir zu den Drachen Liebe schicken? Jeder zu seinem eigenen. Was wäre gut? Ja, jeder zu seinem eigenen. Also, dass jeder seinen Drache jetzt fühlt. Mhm. Und magst du so eine kleine Reise? Ja, können wir gerne machen. Können wir einfach hier ganz spontan machen. Für alle, die jetzt zuschauen. Und für alle, die jetzt zuschauen und das Bedürfnis haben oder auch den Wunsch und die Entscheidung jetzt treffen möchten, mal ganz kurz Kontakt aufnehmen mit dem eigenen persönlichen Drachen, dann würde ich euch bitten, dass ihr jetzt eure beiden Hände auf euer Herz legt und macht mal die Augen zu, ihr könnt mich ja alle hören, und dann atme einmal ganz tief ein und aus und lass mal alles in dir ganz ruhig werden. Und dann atme noch einmal ganz tief ein und aus. Und dann lass deinen ganzen Körper und deinen Atem und dein Herzschlag ganz ruhig werden. Und dann geh jetzt in den Raum deines Herzens hinein und öffne dein Herz im Rücken ganz weit, wie Scheunentore, die du nach hinten aufstößt, ganz weit. Und jetzt rufe mit deiner inneren Stimme aus deinem inneren Herzen heraus deinen Drachen zu dir. Sag ihm, er soll zu dir kommen, dein Drache wird sich dir von hinten nähern. Und du spürst, wie sich etwas Großes hinter dir aufbaut. Du spürst etwas Pulsierendes. Es ist warm. Und jetzt schick mal aus dem Inneren deines Herzens die silberne Schnur der Liebe nach hinten aus deinem Rücken hinaus, hin zu dem Herz deines Drachens. Und dein Drache antwortet augenblicklich, und auch er sendet die silberne Schnur der Liebe aus seiner großen, mächtigen Brust, aus seinem großen Herzen zu dir hin. Und jetzt atme tief ein und aus und empfange die silberne Schnur der Liebe aus dem Herzen deines Drachens geboren, tief in dir. Und spür, wie sich dieses silberne Licht ganz in dir ausbreitet. Schau mit deinem inneren Auge einfach nach hinten und sieh deinen Drachen hinter dir stehen, groß und kraftvoll, mit mächtigen Schwingen. Folge
mit dem Blick seinen langen, geschwungenen Hals hinauf. Und sieh, wie er seinen Kopf zu dir hindreht und ihn etwas in deine Richtung senkt. Ein mächtiges Haupt. Und jetzt schau in seine Augen und sieh die unendliche Liebe darin. Dies ist dein Drache, dein Seelenbegleiter seit Anbeginn der Zeit. Er behütet dich und beschützt dich. Und niemand liebt dich mehr als er. Nimm ihn tief in dir wahr, er ist ein Teil von dir. Und dann atme tief ein und aus und zieh die silberne Schnur der Liebe wieder zurück in dein Herz. Ihr seid verbunden, seit Anbeginn der Zeit, und auch der Drache zieht die silberne Schnur wieder zurück in sein Herz. Und wer jetzt die Präsenz sehr gut spüren kann, kann durchaus auch eine innere Frage stellen nach dem Namen oder nach einer Botschaft. Lass dir einen Moment Zeit. Schau mit deinem inneren Auge. Sieh, wie er seine Flügel sanft ausbreitet und ein wenig um dich herum legt. Spüre diesen Schutz. Nimm seine Farbe wahr. Und dann lass in deinem Herzen die Schwingung von Dankbarkeit entstehen. Sende sie zu ihm für seine Präsenz, für den Schutz und für die Liebe, die er dir schenkt. Und dann atme ganz tief ein und aus und komm wieder in das Hier und Jetzt zurück. Dein Drache wird immer bei dir sein, wenn du dich dafür entscheidest. Und dann öffne wieder deine Augen. Hallo. Erstmal wieder auftauchen. Wow. So einfach, so effektiv, so schnell. Ja. Sehr machtvoll. Wow. Ist sehr machtvoll, hat sehr viel Kraft, sehr viel Power. Ich habe sofort einen Namen bekommen, ist unglaublich. Ja. Die Farbe, also es ist so schön, wie du das machst. Einfach so eine schöne Klarheit und gleichzeitig so eine schöne Stimme auch. Im Chat wurde auch noch gefragt, jeder Drache steht ja, jede Farbe steht ja für was Bestimmtes. Du hast angesprochen, einen schwarzen Drachen steht für Schatten. Mhm. Für welche, ich denke, das kann man alles, das ist alles genau beschrieben. Im kleinen Drachenhandbuch gab es eine spezielle Frage zu einer bestimmten Farbe. Für was stehen die Farben der Drachen? Ach so, die Farben, also die Farben der Drachen stehen für ein ganz bestimmtes Potenzial, was die Person in sich trägt. Mhm. Ja, und wie gesagt, das ist, habe ich hier niedergeschrieben. Aber ich kann mal ganz kurz so zwei, drei sagen, wie zum Beispiel der blaue Drache steht für Frieden. Und das Potenzial des Drachenreiters, eines blauen Drachen, ist das Wort. Sprich, den Frieden über das Wort in die neue Welt bringen. Mhm. Das sind also Menschen, die unbedingt sich ausdrücken sollten mit dem Thema Frieden. Das kann aber auch durchaus malen sein, ja, der Ausdruck. Ja, das kann, also das Wort ist gedacht da als der Ausdruck. Der grüne Drache hat eine ganz besondere Schwingung auch. Der grüne Drache steht für Klarheit und Wahrheit. Der hat schon so ein bisschen was Straightes, hat auch so eine gewisse Härte und
hat auch dadurch eine sehr hohe Heilenergie, weil die Heilung geht nur über Wahrheit. Mhm. Ja, anschauen, mhm. das Thema anschauen. Mhm. Und das sind meistens die Heiler, mhm. ja, die grünen Drachenreiter, sind meistens Menschen, die heilerisch tätig sein dürfen. Mhm. Ja, was haben wir noch? Gelb, kannst du was zu dem Gelb? Gelb, ja, genau. Es gibt Gold, Gelb, Orange, mhm. das gehört zusammen. Mhm. Das sind die Sonnendrachen. Die Sonnendrachen, also die höchste Schwingung, was der Sonnendrache dir spiegelt, ist, füge zusammen, was zusammengehört. Mhm. Mhm. Das ist auch eine, wenn sie ihr Potenzial annehmen, all das Liebeslichtsäulen wieder aktivieren. Wir haben ganz mhm. viele, also bevor die Angstherrschaft begann, haben wir ganz viele aktive Liebeslichtsäulen gehabt, die Schatten quasi was wie drüber gelegt haben. Mhm. Eine, wie zum Beispiel ganz heilige Orte wie Stonehenge ist so eine Liebeslichtsäule, Taj Mahal und so weiter, gibt es mhm. ganz viele besondere Orte. Und das ist so das Potenzial der Reisendrachen, diese einfach nur so machen die ja, die haben so eine Kraft und dann alles, was da von den, sag ich jetzt mal, Gegenspielern da mhm. installiert wurde, wird einfach weggefegt. Ja. Mhm. Schön. Ja. Wow, mhm. Dankeschön. Ja, gerne. Schöne Reise. Ja. Wow. Gibt es noch Feedback? Wollt ihr gerne noch Feedback von der Reise oder habt ihr noch Fragen dazu? Sind wir ein bisschen zeitverzögert? Wir lassen dann ruhig noch ein bisschen Zeit. Hat das auch gibt Ich habe den Link jetzt geschrieben, wo die Wiederholung immer zu sehen sein wird. Werde ich eine Playlist machen. Also 2-3 Tagen werden mehrere auch den Vortrag von heute drauf sein. Ne? Mhm. Schön. Gibt es auch einen Zusammenhang mit, Chita hat ja vorhin kurz China schon angesprochen und zu den chinesischen Sternzeichen Drachen? Gibt es da auch eine Verbindung? Ich denke schon, ja. Also ich habe es für mich noch nicht so genau begriffen, mhm. aber ich denke schon. Mhm. Die sehen zwar ganz anders aus, also wenn mhm. wir jetzt unsere Drachen hier angucken, die sehen ja ganz anders aus wie die asiatischen Drachen. Mhm. Und ich fühle auch, dass die asiatischen Drachen mehr so in dem so luftig sind und viel mit Glück und Harmonie auch so zu tun haben. Und unsere Drachen hier, also die also aus dem keltischen Gut kommen, die sind für mich die Vereinigung aller Elemente. Mhm. Ja, also die tragen alle Elemente in sich. Und mhm. ich würde jetzt mal sagen, also von meinem Gefühl her, aber weiß ich nicht, ob ich da ganz richtig bin, würde ich sagen, dass die asiatischen Drachen rein nur dem Element Luft zugehörig sind. Mhm. Weil sie sind ganz luftig und ätherisch mhm. und so fein. Ja. Ich kann die, man hat das Gefühl, die kann man kaputt machen beim Anfassen. Also so, ne, mhm. so fein sind die. Und ja, und unsere Drachen hier, die zu uns gehören, die sind für mich richtig handfest mhm. und kraftvoll. Und ja, also die haben alle Elemente in sich. Mhm. Ja, die vereinigen alle Elemente. Lila Drache. Der violette Drache. Der violette Drache hat natürlich, wie die Farbe schon sagt, viel mit Transformation zu tun, aber auch es geht um den Glauben. Mhm. Es geht um den eigenen Glauben. Der violette Drache bringt einen auf den Weg, den eigenen tiefen, tiefen Glauben zu finden. Also man kann sagen, oder den Satz würde gut passen, der erweckt den Buddha in dir. Mhm. Und dann diesen Weg gehen und das dann den anderen Menschen mitteilen. Ja. Mhm. Also hat auch was mit Priesterschaft zu tun. Mhm. Ja. Ja, so ein Weg, wie Jesus gegangen ist oder Buddha gegangen ist. Ja. Durch den Schleudersack erstmal mhm. hindurch. Ja. Mhm. Einmal durch den Schleudersack hindurch. Einmal muss es ein bisschen knacken. Aber das macht der Drache ganz sanft. Der kann so ein violettes Licht atmen, wo man sich reinsetzen kann. Das ist ganz fantastisch. Mhm. Das ist ein ganz, ganz wundervoller Drache, der sehr, sehr liebevoll und sanft mhm. ist. Ja. Weil er macht erstmal so ein bisschen Angst. Mhm. Ja, seine Schwingung macht erstmal, weil dieses Violett hat richtig Power, aber er ist sehr sanft. Mhm. Schön. Ja. Ja, danke für die Frage noch. Ja. Ja. Vielleicht auch noch eine Frage, die mir auftaucht. Man kennt es ja von der Engelenergie oder von anderen. Wie ist es bei dem Drachen? Wie erlebst du das?
sind die für uns da, einfach auch so, wenn wir ihn brauchen, oder ist es wichtig, dass wir ihn rufen, erst dann dürfen sie? Ja, das ist genau das ist der Unterschied. Ja. Also die Engelenergien, die begleiten uns und die schauen dann zu, wie wir einen Fehler nach dem anderen machen. Dann machen sie immer Eide da, ja, trösten. Ja. Also ich sage immer, dann lauf ich gegen die Wand und habe eine blutige Nase, lauf nochmal gegen die Wand, habe wieder eine blutige Nase und der Engel macht immer heile, heile, heile Gänschen. Das macht der Drache nicht. Hm. Der Drache guckt einmal zu, guckt zweimal so dazu und dann sagt er zu dir, hast du sie noch alle? Hm. Was wird das? Hm. So geht das nicht. Und wenn du weiterläufst, zieht er sich zurück. Hm. Wenn du nicht mit ihm in Resonanz gehst, mit seiner Kraft und seiner Macht, zieht er sich zurück. Hm. Das ist der Unterschied. Der hält es nicht, der hält das nicht aus. Hm. Der hält das nicht aus, zuzuschauen, wie du immer wieder dich selbst zerstörst. Hm. Ja. Und dann wartet er auf die nächste Inkarnation. Der wartet ja sowieso schon seit Millionen Jahren bei dem einen oder anderen. Mhm. Ja. Da kommt es ihn auf 100 Jahre mehr oder weniger nicht drauf an. Ja. Mhm. Das hält er nicht aus. Mhm. Aber ich denke mal, jetzt ist es auch an der Zeit, ne, dass wir einfach alle mal so nach und nach aufhören, immer wieder die Nase an die gleiche Scheibe zu klopfen. Ja. Und zu sagen, okay, jetzt muss es geändert werden. Mhm. Ja. Jetzt muss es einfach geändert werden. Ich will glücklich sein, ich will frei sein, ich will Spaß haben, ja. Ich will gesund sein. Ja. Mhm. Und dann, wenn wir diese Entscheidung treffen, in diesen Weg, das ist der Weg der Seele, ja. In die Vollkommenheit, in die göttliche Ordnung, dann ist der Drache sowas von präsent wie keine andere Energie. Mhm. Und steht hinter dir und behütet dich und leitet dich auch. Also mein Drache, der sagt mir auch wirklich, wenn ich so nur einen Hauch von einem Gedanken habe, der mich von diesem Weg, was er jetzt will, ja, das ist es. Es geht jetzt für mich um diesen Weg hier mit den Produkten und die Menschen dahin führen. Dann stellt er sich sofort vor mir und guckt mich an. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Guckt mich an, guckt mir in die Augen und macht. Und ich, oh. Ja. Und er lässt mich dann nicht, ja. Und am Anfang war das schwer. Am Anfang habe ich gezweifelt und habe manipuliert mich da jetzt was. Ja. Mhm. Aber ich habe einfach, das sind die Erfahrungen festgestellt, er hatte immer recht. Mhm. Er hatte im Nachhinein immer recht. Und er hat mich auch am Anfang ein paar Mal gezwungen, etwas zu tun, wo ich mich nicht getraut habe, aus Angst heraus. Ja. Wie zum Beispiel jemanden anzurufen, eine wildfremde Person, und zu fragen, hast du mal Lust, einen Drachenworkshop zu veranstalten? Ja, so ein Veranstaltermensch, ja. Und die Drachenworkshops gab es noch gar nicht. Ja. Und sonntags morgens hat mich mein Drache gezwungen. Ich habe so im Internet gesurft, habe in Foren gelesen und dann habe ich so einen schönen Eintrag gesehen von diesem Herrn, der eine spirituelle Lehrerin veranstaltete. Und die Texte waren so schön. Und auf einmal war wirklich mein Drache, den rufst du jetzt an. Ich so, auf gar keinen Fall. Doch, den rufst du jetzt an. Es ging alles hin und her. Ich diskutierte. Er hat mich überzeugt, also ich habe dann angerufen. Hallo, hier ist die Arana. Ich habe mir die Hose gemacht vor Angst. Hier ist die Arana, ich wollte mal fragen, hast du Lust, einen Drachenworkshop zu veranstalten? Und ja, das lief. Das lief, das war total spannend. Also seine Frau ist ein Medium, die channelt und die immer Lady Nada und Jesus diese Energien channelt. Und sie hat am Abend vorher mit vor einer großen Gruppe wieder live gechannelt. Und was passierte? Es kam ein Drache. Sie hatte noch nie einen Drachen gechannelt. Und der Drache sagte zu allen, und jetzt kommen die Drachen. Und dann kamst du. Und am nächsten Tag habe ich angerufen. Ja. Und das ist genau das, was mein Drache macht. Ja. Also er bereitet für mich den Weg, also für mich, für euch. Ja. Hier geht es ja gar überhaupt null um mich. er bereitet den Weg. Ja. Die Inara? War das die Inara? Richtig? Nee. Und okay. Ja, das war eins von vielen, vielen, vielen Erlebnissen, die einfach mir immer wieder beweisen, dass ich nicht spinne, ja, dass es keine Fantasterei ist, weil es ist echt, es ist greifbar. Ja. Ja. Herrlich. Ja. Ja. Schlafen Drachen auch? Meiner schon, ja. Und du? Der schläft seit letztem Jahr, also seitdem ich mich selbstständig gemacht habe, schläft der bei mir im Zimmer nachts. Also er ist bei mir nachts im Zimmer anwesend.
vorher nicht, da war der nachts viel unterwegs. Also Black und ich machen in unserer Freizeit gerne Ausflüge in Kriegsgebiete. Das ist so unsere Arbeit, die nur wir machen. Und wir fliegen in die Auffanglager der Flüchtlinge und bringen einfach nur Hoffnung zu den Kindern. Und was wir auch machen, ist, wir versuchen sanft und auch mit Erlaubnis die karmischen Verbindungen zu den Familien zu kappen, weil in diesen Ländern, wo es gerade so wüst hergeht, ist es ja fast schon Tradition, Krieg zu haben. Es ist schon so lang und es hüpft da was von Vater zu Sohn und so weiter. Ja, und dass einfach da ein Platz geschaffen wird von Hoffnung und von einer neuen Möglichkeit, eines neuen Gedankenguts. Ja. Das ist so das, was Black und ich, wir zwei ganz alleine und auch jetzt gerade, das hat auch nichts mit den Workshops oder den Büchern zu tun. Das ist so meine Arbeit, mein Dienst, wo es um mich geht und meine Kraft. Sehr schön. Oh, ja. Sehr erfüllt und berührt. Das macht auch still. Ja. Ich habe ja das, was ich bei der Messe auch erfahren konnte am Stand, das nochmal als Abschluss. Es war so wuselig auf der Buchmesse und auch jetzt fühle ich diese Energie so stark. Es ist so alles nebensächlich oder alles, es ist so weg. Und das Klare und Zentrierte bleibt irgendwie übrig. Und es ist so ganz klar, präsent und irgendwie fühle ich mich sehr erfüllt und gleichzeitig sehr still und leer. Und es ist sehr gut an. Ja. Ja, die Kommunikation des Herzens ist eine stille Kommunikation. Ja, das auf jeden Fall. Da bedarf es nicht vieler Worte. Es ist einfach nur ein Raum, der sich öffnet und es fließt. Und da geht es um Berührung. Und das ist ja auch genau das, was die Seele möchte. Deswegen ist die Seele hier, weil sie berührbar sein möchte. Ich meine, wir haben uns alle freiwillig entschieden für dieses Experiment. Und Lady Gaia ist eine duale Welt und die Seelen kommen gerne hierher. Dort, wo die Seele zu Hause ist, ich spreche dann von der Wirklichkeit, gibt es ja keine Dualität. Also da ist jede Emotion gleich. Also es wird nicht beurteilt von Schmerz und Liebe und Hass, sondern es ist eine Emotion und die ist berührt. Und das ist das Anliegen der Seelen. Sie wollen durch den Körper, durch diese Emotionen auch in irgendeiner Form berührbar sein. Und das hat mich auch in der Arbeit mit Merlin, ist mir das auch nochmal so ganz klar geworden, dass wir vieles auch nur durch unsere Beurteilung schlecht machen. Und ab und an kann ich schon so ein bisschen aussteigen und in vielen negativ behafteten Emotionen etwas ganz Tolles finden, wie zum Beispiel die Melancholie. Die Melancholie ist für mich wirklich eine Emotion, die vielleicht viele negativ ist. Für mich ist die unglaublich schön, weil sie ist der Nährboden jeder Kreativität. Ja, genau. Das ist auch so Auch die Traurigkeit. Viele schreiben die allerschönsten Liebesgedichte, wenn sie Liebeskummer haben. Was haben diese Menschen in ihrem Liebesleid der Welt schon geschenkt? An Bildern, an Skulpturen. Ja, die Melancholie ist auch genauso so eine Emotion, die sehr schöpferisch sein kann. Auch die Wut. Auch die Wut, Auch die Wut ist sowieso toll. Ich hab mal vor lauter Wut eine Autotür aufgebrochen bei einem Unfall, wo das Auto brannte und der Mann war da drin bewusstlos und die Tür ging nicht auf. Da habe ich so eine Wut gekriegt, ich weiß nicht, wie ich sonst die Kraft gehabt hätte. Ich habe die Tür aufgebogen, um den Mann da rauszuholen. Und seitdem kenne ich die großen Vorteile von unbändiger Wut. Ich habe so eine Wut gehabt, dieses verflixte Auto. Ich habe nur geschimpft. Das ist die Wut, genau. Und das heißt immer, dass die innere Kriegerin oder der innere Krieger und ab und an durchaus brauchbar. Ja, absolut.
herzlichen Dank. Ja, gerne. Ist für dich noch was wichtig, was du gerne was vielleicht so unterspürst? Nein. Okay, nein. Alles gut. Herzlichen Dank. Ich danke euch für eure Zeit. Danke dir für dein Vertrauen. Ja, hat dein Spaß Geschenk. Gemacht. Ja, dein Geschenk, was du uns gibst hier. Ja, die ganze, jetzt die Wiederholung wird gleich starten, 1-2 Minuten und wird die ganze Nacht zu sehen sein. Und in 2 Stunden wird circa dann in die eine Seite den Link, den ich gegeben habe. Die Katze.